Mit 523 mm vorbildgerechter Länge und 727 Gramm Gewicht ist dieses Modell einer belgischen Baureihe 18 eine imposante Erscheinung. Ebenfalls vorbildgerecht ist die Ausstattung mit drei Pantographen, denn die sechs 1973 von Alstom in Frankreich für die SNCB gebauten Maschinen wurden für den grenzüberschreitenden Verkehr in den Relationen Paris-Belgien-Köln eingesetzt. Daher hatte jede einen eigenen Dachstromabnehmer für eine in den drei Ländern gebräuchliche Stromart. Die Maschinen waren von 1801 bis 1806 nummeriert, das Märklin-Modell ist mit 1803 beschriftet. Mittlerweile sind alle Vorbildloks außer Dienst gestellt oder sogar verschrottet. Äußerlich macht das Modell einen ausgezeichneten Eindruck. Der Dachgarten ist perfekt gestaltet. Die Leitung verbindet alle Isolatoren und den Hauptschalter. Und sie endet nicht wie üblich vor den Abnehmern, sondern wird direkt an sie herangeführt. Verarbeitung und Bedruckung des Modells lassen keine Wünsche offen, die Schrift weist auch unter der Lupe keine Unschärfen auf. Sehr gut gelöst sind auch die diversen vorbildgerechten Sound- und Betriebsfunktionen. Das Lüftergeräusch sollte jedoch separat geregelt und leise eingestellt werden können. Enttäuschend ist hingegen das Fahrverhalten. Die Lok setzt sich mit einem Ruck in Bewegung und lässt sich nur ruppig regeln. Die Sprünge zwischen den einzelnen Fahrstufen sind deutlich zu sehen, hier ist viel Feintuning erforderlich. Nicht einstellbar hingegen ist das Traktionsvermögen.
Beim Einsatz auf der heimischen Anlage machte das 727 Gramm schwere und mit je zwei Haftreifen auf jedem Drehgestell ausgestattete Modell eine klägliche Figur. Denn die optimistisch angehängte Last von neuen Reisewagen musste so lange reduziert werden, bis die Lok mit Ach und Krach und einigem Schleudern gerade mal vier Wagen am Haken die 5% Wendel schaffte. Ein Parallelversuch mit einer 100 Gramm leichteren und ebenfalls sechsachsigen Ludmilla von Märklin ergab, diese Lok mit nur zwei Haftreifen zog sieben Reisewagen problemlos die Steigung hinauf. Märklin reiht die Lok in die Epoche 4 ein, die Zeit von 1968 bis 1990.